Ja, und vom Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich ist heute Raimund Mitterbauer bei uns. Raimund Mitterbauer ist seit 1988 bei der Wirtschaftskammer Niederösterreich und er hat ein bislang einzigartiges Innovation Game entwickelt. Ein Spiel, das Strategie und Innovation erlebbar macht und eine spannende, unterhaltsame Alternative zum trockenen Brainstorming bietet. Film ab! Ich leite das Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Hier beschäftigen wir uns mit drei Themenbereichen, mit dem Bereich Betriebswirtschaft und Management, mit ökologischen Themenstellungen und mit Innovation und Technologie. Hier bieten wir in allen drei Bereichen geförderte Beratungen an, wobei im Bereich Innovation wir auch sehr stark bei den Unternehmen vor Ort vertreten sind. Der Titel meines Vortrages wird sein Innovation Game, ein Strategiespiel zum Thema Innovation. Wir haben das in den letzten Jahren entwickelt und zwar unter der Zielsetzung, dass wir gerade für kleine und mittlere Unternehmen das Thema Strategie ein bisschen greifbarer machen wollten. Da haben wir ein Tool entwickelt und dann war die Idee, das auch in ein spielerisches Umfeld zu verpacken. Das Besondere am Vortrag ist die Herausforderung, abstrakt zu erklären, wie ein Spiel funktioniert. Versuchen Sie einmal am Telefon, wem zu erklären, wie Mensch ärgere dich nicht funktioniert. Das ist nicht so einfach. Beim E-Day werde ich aber erläutern, wie wir unser Innovation Game gestaltet haben und wie man damit Innovation und Strategie erlebbar machen kann. Ja, grüß Gott, schönen Nachmittag. Vorgestellt haben wir ja schon. Also können wir eigentlich starten mit der Geschichte, ob ich Ihnen wirklich Mensch eigentlich nicht so erklären kann, ohne dass Sie es spülen. Ist eben schwierig, aber ich hoffe, ich werde es schaffen. Wie geht das jetzt weiter? So? Ja, genau. Wie kommen wir auf die Idee, ein Strategiespiel zum Thema Innovation zu entwickeln? Technologie- und Innovationspartner, ein Teil des Unternehmerservice. Die Kollegin Skarimbol hat schon angesprochen, wir haben vor einiger Zeit einmal einen Innovationsprüfstand entwickelt. Wir beschäftigen uns halt mit dem Thema auch im Sinn von Toolentwicklung. Wir bieten im Bereich Innovation verschiedene Services an, basiert schwerpunktmäßig auf der Beratungsförderung. Die Förderung von Unternehmensberatungen ist gerade bei Innovation aber nicht alleinstehend. Da geht es auch darum, zu den Unternehmen rauszugehen, einmal auszuloten, wo liegen überhaupt die Herausforderungen, wo liegen Problemstellungen. Wir bezeichnen das ein bisschen als Innovationscoaching, das heißt, meine Mitarbeiter in den Vierteln sind sehr viel bei den Unternehmen unterwegs und motivieren die auch ein bisschen in Richtung Innovation etwas zu tun. Wir haben dann noch begleitende Services wie Patentrecherchen, wie Kontaktherstellung zu Forschungseinrichtungen, auch Veranstaltungen und so weiter. Aber ein Schwerpunkt eben diese geförderten Beratungen, wo wir pro Jahr in ungefähr 600 Beratungsfälle pro Jahr unterstützen können. Wir geben da 800.000 Euro aus, auch zum Teil EU-Mittel und Mittel des Landes Niederösterreich. Also wir können da schon was bewegen. Und unser Credo ist es, Innovation zu unterstützen von der Idee bis hin zum Markteintritt. Das sieht man ein bisschen in der Verteilung unserer Beratungsfälle, Produktentwicklung und Design am Anfang und Marketing und Vertriebsinnovation am Ende der Kette und dann unterstützende Dinge, die auch Finanzierung von Innovation umfassen, wie komme ich zu Innovationsförderungen und solchen Dingen. Innovation sollte aber gerade für kleine und mittlere Unternehmen kein Zufallsprodukt sein. Innovation sollte eine strategische Basis auch haben im Unternehmen. Und daher ist es uns ein Anliegen, das Thema Strategie und Management besonders bei KMUs ein bisschen stärker zu verankern. Wobei, wenn man jetzt über zu einem kleineren Unternehmen, also ich akzentuiere eher das K, weil ein KMU gibt bis 250 Mitarbeiter, das ist schon ein großes Unternehmen, also wir haben so mit 20 bis 50 zu tun und wenn Sie jetzt zu einem 20-Mann-Unternehmen kommen und sagen, wir reden jetzt über Strategie, dann klappen zumeist ein bisschen die Scheuklappen runter und sagen, was soll man über Strategie reden, das ist kompliziert, das bringt mir nichts, ich weiß eh, was wir tun. Wenn es ein Eigentümer geführtes Unternehmen ist. Wodurch definiert sich jetzt ein typisches KMU? Das kann man recht einfach herunterbrechen und sagen, okay, Sie haben Produkte, Sie bieten Services an. Sie haben Technologien, Prozesse, wie Sie Ihr Produkt, Ihr Service erstellen.
und Sie haben einen Markt, Marktzugänge, Sie müssen das irgendwie organisieren. Über die Bereiche, die kann man mal als Standbeine festmachen und dann kann man sich unterhalten darüber, wie ist es denn in der Vergangenheit gelaufen in Ihrem Unternehmen? Welche Chancen, welche Wettbewerbsvorteile haben Sie genutzt? Dann den Blick in die Zukunft zu richten, welche Herausforderungen, welche Branchentrends ergeben sich denn in Zukunft für Sie? Und dann kann man daraus Maßnahmen und Projekte ableiten. Das ist also eine sehr vereinfachte Darstellung von Strategie, aber letztlich sehr eingängig. Wir haben das dann in ein Excel-Tool verpackt, unser Innovationsprofil, wo man das ein bisschen strukturiert auch erfasst und dann sagt, okay, wie wichtig sind denn diese Dinge, wie wichtig sind für mein Unternehmen die Produkte, wie wichtig sind die Prozesse, die Technologien, wie wichtig ist der Markt. Man kann das dann in einem Portfolio irgendwie anordnen und man sagt, okay, das sind die Herausforderungen, das sind die genutzten Chancen, wie wichtig sind die einzelnen Bereiche und dann kann man sich eben unterhalten darüber, welche Maßnahmen wollen wir denn setzen in Zukunft und einen rudimentären Maßnahmenplan zu machen. Das kommt sehr gut an. Wir machen das seit einigen Jahren jetzt, haben insgesamt an die 150 solche Innovationsprofile mit kleineren Unternehmen erarbeitet und die Leute kommen auch immer wieder und sagen, okay, können wir das nicht nach 3 Jahren vielleicht wieder einmal machen, um das zu aktualisieren. Und dann war die Idee von mir, naja, kann man das nicht vielleicht irgendwie auch in ein Spiel verpacken, um so die Grundlagen des Innovationsmanagements und diese 3 Bereiche irgendwo so darzustellen, dass man das in ein Spiel machen kann. Möglichst einfach, das soll kein Riesenspiel sein, wo man jetzt 100 Leute mitspielen lässt, sondern eher so ein bisschen workshopartig verpackt, so in 3-4 Stunden so ein bisschen rüberzubringen, um ein bisschen Geschmack zum Thema Strategie zu machen und um ein bisschen Spaß zu haben. Okay, wie schaut nun dieses Workshop-Konzept Innovation Game aus? Es ist also im Prinzip ein Streifzug durch Methoden des Innovationsmanagements, durch ein paar Grundlagen. Die kann man beliebig erweitern, beliebig zurückschneiden. Es ist halt, dass man das halt irgendwie angesprochen hat, was sind die Wettbewerbskräfte und Normstrategien vom Herrn Porter, was ist der Innovationszyklus, wie funktioniert Ideenbewertung und so weiter. Kann man beliebig ausbauen oder auch einschränken. Dann in etwa einer halben Stunde Methodik des Spiels, ein Storyboard, zu dem komme ich dann. Ich meine, die Leute müssen ja wissen, wie gehen wir damit um mit dem Spiel. Dann definiert man ein paar Branchenparameter, macht eine Gruppenarbeit zu zukünftigen Herausforderungen einer Branche, einer Modellbranche. Wenn das eine gemischte Gruppe ist, dann eignet sich immer zur Auswahl der Branche die Frage, wer ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist? Wer ist mit dem Auto gekommen bei Ihnen? Da sind es jetzt weniger, wenn wir im Zentralraum Wien sind. Aber zumeist ist es so, wenn man das in Niederösterreich macht, da kommen die meisten mit dem Auto und sagen, okay, Auto kennt ja jeder aus, die meisten haben eins, also da kann ja jeder mitreden. Gut, dann macht man eben so Gruppendiskussion, Gruppenarbeit zu zukünftigen Herausforderungen, macht ein bisschen Gewichtungen, Verzögerungen, da kommen wir auch noch dazu und dann in etwa 2,5 Stunden läuft das Spiel. Immer begleitet von nach ein paar Spielperioden so ein bisschen Strategiefeedback und ein bisschen Diskussion, um Parallelen zur realen Welt herzustellen. Ziel des Spieles von unserer Seite ist es, bei den Teilnehmern Diskussion über strategische Handlungsoptionen bei Innovation anzuregen. Nach einiger Zeit ist es bei den Teilnehmern natürlich so, dass die gewinnen wollen. Klar, das ist die Dynamik des Spiels, die kommt dann zu tragen. Wie schaut das Storyboard zu dem Ganzen aus? Es gibt also 7 Teams, die repräsentieren jeweils die Stabsabteilung Innovation von einem größeren Unternehmen. Die Aufgabe einer Stabsabteilung ist es, grundsätzlich einmal nicht kreativ zu sein. Die Stabsabteilung verteilt Geld, nämlich die steuern die Innovationsaktivitäten auf strategischer Basis und die machen das durch Zuordnung von Budgetmitteln auf Innovationsfelder. Da haben wir also diese 3 Felder hergenommen, Produkte, Technologien, Marktzugänge. Und jede dieser 7 Teams kriegt vom General Management pro Jahr, pro Spielperiode ein Innovationsbudget, das sind 10 Geldeinheiten. Und dieses Budget verteilen die dann auf die Felder für jede Spieleinheit. Und dieses Budget kann man auch unterschreiten. Die eingesparten Mittel stehen dann in der Folgeperiode zur Verfügung. Jetzt werden ein paar aufschreien und sagen, das ist in der Praxis aber nicht so, das Geld, das man nicht ausgegeben hat, das ist weg und dann gibt es ein neues Budget. Das bringt ein bisschen Dynamik halt ins Spiel rein, wenn man sich da auch Geldmittel aufheben kann oder die irgendwo in Projekten versteckt, die es nicht wirklich gibt. Aber gut.
Und dann gibt es noch die Möglichkeit einer öffentlichen F&E-Förderung, wie es auch in der Praxis ist. Man kann also eine Geldeinheit auf ein F&E-Feld setzen, wieder Produkt, Technologie oder Marktzugang. Und diese Geldeinheit wird durch öffentliche Förderung dann verdoppelt und die Auswirkung tritt aber dann erst später ein. F&E dauert einfach länger. Ja, da muss man einen Antrag schreiben bei einem F&E-Projekt, öffentliche Förderung, es dauert also ein bisschen. Und das haben wir im Spiel so dargestellt. Okay. Wesentliche Basis von der Spielmechanik dann, da liegt immer Simulation dahinter, ist der Herr Porter. Da geht es jetzt aber weniger um das, was der Herr Porter als Wettbewerbskräfte definiert hat, sondern es geht um das, was er gesagt hat, wie sich ein Unternehmen positionieren kann, entweder als Generalist oder als Spezialist. Ich kann entweder Kostenführer sein als Generalist oder Qualitätsführer. Und dazwischen gibt es eine strategische Lücke. Und ein ausgemachter Generalist wird also komparative Vorteile haben und auch ein Spezialist. Hängt natürlich immer davon ab, wie sich die Branche darstellt, was machen die anderen, ja, und wo entwickelt sich die Branche hin. Wenn also in der Branche die Spezialisten dominieren, dann wird ein Generalist eben für alle Käuferschichten was bieten können. Oder vice versa, wenn es viele Generalisten gibt, dann wird ein Spezialist eine Käuferschicht besonders ansprechen können. Und funktionieren tut das dann eben durch die Zuordnung dieser Budgetmittel zu den einzelnen Feldern, Produkt, Technologie, Marktzugang. Da kann man damit durch die Budgetmittel die Potenziale erhöhen und wenn man da über dem Mittelwert der Branche liegt, gibt es quasi einen Innovationsgewinn, wenn man darunter liegt, einen Innovationsverlust. Die Gewichtung dieser drei Bereiche ist dann auch unterschiedlich, die wird am Anfang einmal festgelegt in einer Art Branchenanalyse, die man einmal macht. Diskussionsrunde mit den Teilnehmern und diese Gewichtungen sind auch variabel. Das heißt, im Laufe des Spiels werden sich diese Gewichtungen ändern. Wenn jetzt alle zum Beispiel auf Produkt setzen oder sehr viele Teilnehmer ihre Geldmittel auf Produkt verteilen, dann wird der Bereich Produkte schrittweise immer weniger wert werden. Ne? Das heißt, es gibt eine individuelle Position, gewichtete Summe, Gewinn oder Verlust und der Mittelwert der Potenzialen von allen ist also praktisch die Vergleichsbasis. Ist das lustig an dem Spiel? Ich habe zuerst geglaubt, man braucht eigentlich zu so einem Strategiespiel einen Markt. Den haben wir gar nicht, sondern der Markt wird über die Handlungen der anderen Konkurrenten, der anderen Marktteilnehmer dargestellt. Und es funktioniert. Generalisten- oder Spezialistenrolle wird eben durch Verringerung von Potenzialen dann dargestellt. Verringerung von Potenzialen insofern, wenn man nichts tut, wird das Chaos größer von selber. Das ist auch naturwissenschaftlich Thermodynamik, ja, also das Chaos. Systeme haben die Tendenz, wenn man nicht steuernd eingreift, immer schlechter zu werden. Entropie nennt man das. Gibt es aber offenbar in der Wirtschaft, das heißt, wenn man sich nicht darum kümmert, sein Unternehmen laufend zu verbessern, dann wird es schlechter werden. Bei einem Generalisten, der also sehr ausgewogene Potenziale hat, wird diese Verringerung kleiner sein. Ebenso bei einem Spezialisten, der sich in einem Bereich, Produkt, Technologie oder Markt besonders hervortut, wird es auch geringer sein und bei allen anderen wird es irgendwo größer sein. Das heißt, es gibt komparative Vorteile für diese Generalisten und Spezialisten. Und die Branche definiert eben, was ausgewogen ist. Da haben wir zwei Generalisten zum Beispiel, die hier sehr doch größere komparative Vorteile haben und hier einen Spezialisten im Marktbereich, der ebenfalls große komparative Vorteile hat. Wo diese Grafiken herkommen, sehen wir dann noch. Einflussmöglichkeit Steuerung eben durch Zuordnung von Budgetmitteln. Man kann also diese Innovationsimpulse setzen. Und die führen dann verzögert zu Innovationskosten und zu einer Potenzialsteigerung. Und diese Verzögerungszeiten sind unterschiedlich. Es ist also auch in Branchen so, es wird vielleicht schneller gehen, einen neuen Markt zu erobern. Und es wird aber länger dauern, um ein neues Produkt zu entwickeln. Oder umgekehrt, wie auch immer. Aber das ist eine Diskussion, wo man eben auch ein bisschen so eine Branchenanalyse machen kann. Wie ist das denn jetzt im Mobilfunk, also im Mobilfunkbereich, da kann ich von einem Tag um anderen ein neues Preismodell entwickeln, ein neues Tarifmodell, das geht also relativ schnell, würde vielleicht einen schnellen Einfluss auf den Markt haben. Auf der anderen Seite wird es Märkte geben, die sehr träge reagieren. Ja. Und ein Produkt zu entwickeln dauert in der Pharmazie entsprechend lange und geht im IT-Bereich in einem halben Jahr. Ja.
und bis in der Pharma durch sind, brauchen sie wahrscheinlich 10 Jahre, um klinische Tests machen. Das heißt, das soll jetzt nur symbolisieren, dass diese Verzögerungszeiten eben unterschiedlich sind. Und die muss man dann auch in seine strategischen Überlegungen einbeziehen. Ja, ich komme aus der Regelungstechnik, daher kommt dann immer so ein Schaltbild, wo ich sage, okay, jetzt habe ich da meine Felder, die ich bedienen kann mit den Budgetmitteln, verzögert wirken die auf den Markt, Konkurrenten machen auch was, Potenzialverluste ergeben sich durch die Positionierung als Generalist oder Spezialist, mit den Gewichtungen kommt es zum Innovationserfolg, dann schaue ich mir auch, wie liegt meine Wettbewerbsposition und leite daraus meine Innovationsimpulse ab. Schaut in der Oberfläche dann so aus. Man hat also hier sieht man dann immer die in der letzten Runde vergebenen Geldeinheiten auf die Bereiche. Hier sieht man die Potenzialsituation in den drei Bereichen immer im Vergleich zum Mittelwert der Branche. Das heißt, ganz typisch haben wir da beim Dreier einen Generalisten. Da haben wir einen, der den Bereich Produkt sehr vernachlässigt. Da haben wir einen, der so irgendwo mittendrin ist. Man sieht also, da ist der Sechser ein Spezialist, der vernachlässigt halt einen, der Siebener ein Generalist, ganz typisch. Und der Dreier, ebenfalls ein Generalist, hat sehr ausgewogen und über der Mitte. Dann die komparativen Vorteile, den aktuellen Innovationserfolg. Hier die Gewichtungen und die Verzögerungszeiten und da ist das Ganze dann Innovationsgewinn und Verlust kumuliert in Form einer Kurve dargestellt und da unten ist das Ganze dann noch in Zahlen aufgelöst. Ja, und verzweifeln Sie nicht, das Spieldynamik entsteht, der Turnaround ist möglich. Das war also tatsächlich ein Spiel. Ein paar sind da herin, die noch mitgespielt haben. Ist sicher an, genau. Einer ist da unten, ja, die waren da unten. Das ist ja das Team 7. In dem Fall noch eher ein bisschen als Spezialist, unausgeglichen, aber sind da im Technologiebereich, haben sie sich hervorgetan. Und da haben dann alle gesagt, naja, jetzt war nicht schlecht, wenn wir denen ein zusätzliches Geld geben, weil sonst verlieren die ganz sicher. Man konnte auch merken, die haben ein bisschen gespart gehabt. Ja. Und ein paar Runden später hat es dann so ausgeschaut. Also die wussten offenbar tatsächlich, was sie tun, oder sie haben auch einen Klick gehabt, weiß ich nicht, auf jeden Fall im Technologiebereich eindeutiger Vorreiter. Der Technologiebereich war dann von der Wertigkeit sehr hoch, weil kaum einer darauf gesetzt hat. Das ist dann dynamisch angestiegen. Also der Turnaround ist möglich, da sehen Sie nur ein paar Bilder von durchgeführten Spielen. Ja. Und es kommen immer wieder solche Dinge. Also ich könnte momentan selber nicht sagen, wie die Dinge ausgehen. Ich wüsste auch selber nicht, ob ich gewinnen kann. Also das sagt dann wirklich was aus. Muss ganz gut funktionieren, weil wenn der Entwickler selber nicht mehr weiß, ob er gewinnen kann, dann hat es was. Ja. Wir haben bislang, mittlerweile sind es nicht 21, sondern 23 Workshops durchgeführt. Dauert so in etwa 4 Stunden, wie ich gesagt habe, je 10 bis 30 Teilnehmer in etwa. Hat sich herausgestellt, dass es für Bildungseinrichtungen ein relativ gutes Ding ist, also so Masterstudiengang irgendwas, die sich mit Management und mit Innovation beschäftigen. Hat verschiedene Gründe, wir haben es auch mit Unternehmen gemacht, mit gemischten Gruppen, funktioniert auch. Aber bei den Bildungseinrichtungen gerade deshalb, wenn die schon ein bisschen was wissen, die Studenten, dann kann man da gewisse Dinge wiederholen. Die Studenten haben 4 Stunden Spaß. Und der Vortragende hat 4 Stunden nicht viel zu tun, der eigentlich für den Lehrgang zuständig ist. Das ist, ja, mein Kundennutzen ein gewisser. Also man kann es auch machen mit Teilnehmern aus der gleichen Branche, haben wir auch für die Kreativwirtschaft einmal gemacht, wir haben es in der Unternehmensberatungsbranche einmal gemacht. Wäre auch geeignet für ein Unternehmen, um einen Strategieprozess einzuleiten, um ein bisschen spaßhaft an die Sache heranzugehen. Haben wir noch nie gemacht, würde aber sicher funktionieren, weil man auch den Workshop ein bisschen ausbauen kann und dann fokussieren kann auf die Branche des Unternehmens. Es gibt auch einen Blog zum diesem Innovation Game im Forum Innovation, wkoforum.at/innovation. Das ist also Plattform, so auf Facebook der Innovation haben wir es getauft, machen wir gemeinsam mit Oberösterreich. Da kann man sich registrieren und gibt auch in einem Netzwerk eben Dokumentation bereits durchgeführter Spiele. Ja, ein bisschen zur Technik. Technische Realisierung, das Ganze basiert auf einem Simulationsmodell, erstellt mit PowerSim.
Ja, das schaut ein bisschen kompliziert aus, hat auch eine Zeit lang gedauert, bis das dann so hingehaut hat. Man hat es ein paar Mal probieren müssen. Es ist genau so gemacht, wie man es nicht machen soll. Es ist nicht dokumentiert. Irgendwann wird es schwierig einzugreifen, wenn man es weiterentwickeln will. Aber es funktioniert. Und es ist, ich habe auch zuerst einen Vortrag gehört, wie man die Entwicklung so eines Spiels angehen soll. Man soll sich Ziele überlegen und was ist die Zielgruppe und wo geht es hin. Ehrlich gesagt muss ich sagen, es ist nicht wirklich so entstanden. Es war selber spielerisch, um zu sagen, okay, wie kann man denn das machen? Natürlich im Hintergrund schon, aber so genau die Zielsetzung war am Anfang nicht festgelegt und irgendwann kommt man darauf, ah, so geht's und für diese Zielgruppe kann man es einsetzen, so funktioniert. Okay. Wer nähere Details über die Technik wissen will, kann er gern mit mir plaudern. Ja, und damit hoffe ich, ich konnte Ihnen, so wie am Telefon, Mensch ärgere dich nicht, erklären, dass Sie in etwa wissen jetzt, wie Mensch ärgere dich nicht funktioniert. Danke. Ja, Herr Mitterbauer, vielen herzlichen Dank. Sagen Sie, welchen Nutzen haben denn die Spielteilnehmer aus der Teilnahme gezogen? Was hat es Ihnen gebracht? Ja, also wie ich gesagt habe, es ist einfach so die Diskussion mit anderen über das Thema Innovation. Das kann man jetzt nicht, das wird in einem Fall so sein, in einem anderen Fall so, aber es ist einfach der Austausch zwischen den Leuten, wie sieht denn der eine Innovation und wie sieht es der andere. Einerseits in den Teilnehmern eines Teams und dann natürlich auch insgesamt in der gesamten Teilnehmerschaft, wenn man so einen Workshop hat, dann kommt eine Dynamik zustande und irgendwie reden die Leute darüber, ohne dass man jetzt in einem Frontalvortrag irgendwas vorgibt und die Leute dann diskutieren lässt. Einfach durch diese spielerische Geschichte wird das immer ein bisschen lockerer und es wird sehr offen, sehr, sehr open-minded dann. Was ist, wenn wir jetzt das Interesse geweckt haben und es gibt hier einige im Saal, die sagen, ich möchte auch mitspielen, an wen wenden sich diese? Ja, also im Prinzip, wenn man es irgendwo machen möchte, außerhalb von Niederösterreich, einfach mit mir mal Kontakt aufnehmen, dann werden wir uns überlegen, wie man das tun kann. In Niederösterreich werden wir es wahrscheinlich auch wieder mal als Workshop im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe machen, beziehungsweise wir sind mit ein paar Fachhochschulen in Niederösterreich in Kontakt, Fachhochschule Wiener Neustadt, Fachhochschule Wieselburg, Fachhochschule St. Pölten, dann Ausbildung zum Innovationsassistenten an der Donau-Universität, das ist eine Förderaktion des Landes Niederösterreich, da machen wir das auch immer mit den Teilnehmern und sonst einfach mit mir Kontakt aufnehmen und falls wir wem Geschmack machen konnten, das vielleicht in ein Unternehmen zu einem Strategieprozess, das würde mich wirklich selber interessieren, also okay, kann man das nicht einmal machen, wäre lustig, dann einfach mit mir Kontakt aufnehmen und wir reden dann darüber, wie man es tatsächlich realisieren kann. Gibt es denn von Ihrer Seite noch Fragen? Bitte, der Herr hat eine Frage, Sophie. Herr Mitterbauer, ich hätte eine Frage. Wie wird das wirtschaftliche Umfeld drinnen berücksichtigt? Ist es in den Marktsegment, in den Marktdaten drinnen oder das beeinflusst ja sehr viel auf Erfolg oder Misserfolg von einer Innovation? Es ist abstrakt, also es basiert nicht wirklich auf einem Markt. Der Markt wird einfach dadurch definiert, was machen alle anderen. Ja, das ist praktisch die Dynamik der Branche, die entsteht. Und man kann es nicht auf die Realität umlegen. Das ist keine Simulation der Realität. Es ist und bleibt ein Spiel. Und es soll Diskussionen darüber anregen, aber man kann jetzt nicht sagen, wir machen da wirklich Automobilbranche. Das ist natürlich auch ein Typ von Strategiespielen, die aber dann weitaus feiner ziseliert sein müssen, wo ich wirklich Marktdaten zugrunde lege. Und das sind Spiele, die dann über längere Zeit auch laufen. Ja. Aber das sollte es ja nicht sein. Von der Entwicklung war es gedacht, okay, das soll einmal 4 Stunden lustig sein, das soll 4 Stunden zum Diskutieren anregen und das war's. Das ist das Versprechen der Dienstleistung. Und dann müssen die Leute natürlich kommen und die Dienstleistung konsumieren. Wenn die nicht kommen, kann man die Dienstleistung nicht erbringen, da bin ich voll bei Ihnen. Aber das Versprechen ist auch nicht mehr. Es ist nicht, wir simulieren die Automobilbranche. Das wird nicht gehen. Vielen Dank. Danke für die Antwort. Gibt es noch weitere Fragen? Nein. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Dasein heute und alles Gute für Sie und Ihr Innovation Game. Dankeschön. Danke.